Okay, da kann man nicht rausgucken. Ist ein bisschen schwierig. Warum ruckelt das Schiff manchmal so extrem? Irgendwie sieht es hier so aus, als wären alle irgendwie abrupt, also sehr plötzlich irgendwie vom Schiff runtergegangen. Weil guck mal, hier liegen überall noch Kleider rum, Schuhe. Also es sieht jetzt nicht aus, als wären die irgendwie normal ausgestiegen. Seite oben abgerissen. Traf der Regisseur die beispiellose Entscheidung, seinen nächsten Film an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu drehen, das den Atlantik überquert. Die Details zum Drehbuch werden zwar geheim gehalten, doch unsere verlässlichen Quellen behaupten, dass, unlesbarer Name, der Star des Projekts sein wird. Also wir wahrscheinlich, ne? Möglicherweise eine logische Wahl, wenn man die fabelhafte Karriere und die Vielzahl der hochgelobten Rollen des Filmstars berücksichtigt. Es scheint, als hätten die kürzlich aufgetauchten Gerüchte über die privaten Probleme des Stars den Regisseur nicht abgeschreckt. Okay, es gibt also Gerüchte, dass wir in unserem Privatleben einige Probleme hatten, was auch immer das jetzt heißen mag. Das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich denke mal, wir werden es noch früh genug erfahren. Aber auf jeden Fall hat das den Regisseur einen Scheißdreck interessiert. Der hat wohl wirklich einfach nur auf unser Talent geachtet. Okay, hier ist aber nichts. Sind wir jetzt wieder woanders? Bitte nicht. Nee, okay. Okay, zu. Kann ich nichts machen. Noch eine Tür. Hätte vorher die andere Richtung noch abgehen müssen. Hallo? Ich kann ja doch ein bisschen kann ich reingucken. Okay, ein Brief. Von Sicherheitsbüro an leitenden Sicherheitsbeauftragten. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht sie persönlich für deren Einhaltung verantwortlich. Bereiten Sie alle Wachen auf ausführliche Anweisungen vor. Wie Sie bestens wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die an Bord gelangt sind. Wir müssen sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, blinde Passagiere werden nicht toleriert. Er ist ja auch nicht so geil, ne? Was ist hier drin? Kann ich da... nichts Besonderes. Machen wir mal wieder zu. Ja, das Schiff hat ein paar Lecks. Ne? Wenn ich das so sehe hier. Schlüssel. Danke. Okay. Welche von diesen 10.000 Türen kann ich denn damit jetzt... Oh, cool. Kann ich denn damit jetzt... aufmachen. Okay, ihr Final... Oh, okay, die hatten echt einen sehr, sehr langen Weg vor sich. Final Destination. Hoffentlich nicht wie der Film. Okay. Hier vielleicht? Ah. Okay. Och. Okay. Okay, ich kann nichts aufheben. Alter, wie groß ist denn bitte dieses Schiff? Ist das da ein Grafikfehler? Oder schimmert das da gerade wirklich so? Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Wer denn? Wir? Ist es, reden die hier über uns?
Ich hab dich gesehen. Es hat mich jetzt nicht so krass erschrocken. Oh Gott. Ich will da nicht lang. Ich will da nicht runter. Kann ich die Gabel mitnehmen als Verteidigung? Nein? Schade. Okay, wir müssen da runter. Ich habe gerade, warum auch immer, Gänsehaut. Oh, ich weiß, wie die Spieleentwickler sind, ey. Mann! Okay, hier ist eine Truhe. Nimm doch den Hammer mit. Mach das zu. Hallo? Okay, lass mich raten, ich komme hier nicht. Ah, doch. Ja, ich bin wieder irgendwo anders. Das ist ja sehr, sehr, sehr schön. Oh Gott. Spiel, bitte hab Gnade mit mir. Ich habe gerade mega Gänsehaut. Mach die Tür zu. Mach diese verdammte Tür zu. Aber irgendwie freue ich mich auch auf das Spiel. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich werde mich einkacken. Aber ich habe ja euch. Und irgendwie in dem Sinne weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Ach, die Tür ist aufgegangen. Okay. Ich dachte schon, woher kommt dieses. Geht doch auf. Ich dachte schon, woher kommt dieses Geräusch? So. Eine Zigarette, die noch brennt. Ja, also irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas ist hier ganz faul. Da ist etwas. Eine unerreichte Meisterleistung. Gute Schauspielereien kann ein unheimliches Geschäft sein. Es braucht viel Mut, um das Bewusstsein über das eigene Selbst zu verlieren und eine Figur nicht nur nachzuspielen, sondern sich wirklich in sie zu verwandeln. Nur wenige bringen so viel Mut auf. Und dennoch geschieht es ab und zu. Das kann ich nach meinem Besuch des Königlichen Theaters gestern Abend persönlich bezeugen. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich. Wirft. Und bin alles andere als leicht zufriedenzustellen. Und dennoch muss ich zugeben, dass mich die Hauptfigur dieses Werks sprachlos gemacht hat. Die schauspielerische Leistung von unleserlicher Name, das sind wirklich wir, glaube ich, war vollkommen unerschrocken und geradezu überweltlich. Es war, als ob sich die Person auf der Bühne vor meinen Augen auflöste und einen neuen Charakter ins Leben rief. Seite abgerissen. Okay, wir sind also wirklich sehr gut in dem, was wir tun. Kann hier wieder. Dass das hier mal klar ist. Wir haben keine Dusche hier? Oh, warte mal. Okay, das ist das Schiff, ne? Okay. Hat das einen Grund, warum ich das jetzt gefunden habe? Okay. Bevor ich rausgehe. Ich gucke hier noch mal in die Schubladen. Danke. Ist das das Schiff? Oh, ich habe es eingesammelt. Wie? Oh nö, konnte ich das andere Bild auch einsammeln? Hätte ich dann auch eine Errungenschaft freigeschaltet? Das ist aber doof. Okay. Die Tür ist einfach verschwunden, beziehungsweise der Rest des Raumes. Wenn ich hier jetzt nochmal reingehe. Tschüss. Okay. Ich werde einfach meines Weges gehen. Oh! Ich wollte in die Tür rein. Danke. Hi. Wer ist da unten?
Ey, die Entwickler hätten hier jetzt echt wie in Teil 1 sowas richtig Doofes einbauen können mit den Flaschen. Ich erinnere mich daran. Ich hab's nicht vergessen. Okay. Hier kann ich nichts machen. Warum? Einfach nur wahrscheinlich, um mir Angst zu machen, ne? Ist die so komisch aufgegangen und wieder zugegangen? Okay, haben wir eigentlich eine Taschenlampe? Nein, haben wir nicht. Gut. Ich möchte natürlich so viel wie es geht auch mitnehmen an Story. Deswegen gucke ich mich bei solchen Spielen auch immer ein bisschen länger und gründlicher um. Ich freue mich voll, irgendwie das Spiel zu spielen. Ich weiß auch nicht, auch obwohl es Horror ist. Ich hoffe, euch gefällt es hier bei mir natürlich auch. Vielen Dank an diejenigen, die bis jetzt zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiter dran, dass wir das hier gemeinsam erleben können. Ey! Warum? Wo zum Teufel standest du bitte? Okay, was ist das? Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Okay. Also hier wird wohl tatsächlich jetzt gerade über den Regisseur geredet, der sehr fragliche Methoden hat, um überhaupt die Leute anzunehmen. Und der das hier uns gerade erklärt, ist, glaube ich, unser Manager. Schätze ich mal. Könntest du bitte nicht? Vielen Dank. Ist es jetzt gerade, weil sich das Schiff auch bewegt? Ja, ne? Also das wäre ein logischer Grund zumindest. Ich werde das einfach ignorieren. Das kommt mir hier gerade sehr bekannt vor. Was ist das? So what if the guy's a little nuts? He's a director. He comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill you? Hoffentlich nicht. Ja, Spiel, alles klar. Ich verstehe, was du hier machst. I think it's all an act. Ich war's nicht. Ich schwöre, ich war's nicht. Die ist halt gerade wirklich einfach so runtergefallen. Von Icarus Transatlantic Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von dem Hollywood-Film gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Okay. Also die haben das wohl auch als, ja, vielleicht sogar ein bisschen Marketing genommen, dass halt ein Film, auf dem ihr Kreuzfahrtschiff gedreht wird. Hi. Ja. Guten Tag. Juhu. Ah, okay. Die habe ich jetzt gerade noch nicht gesehen. Darf ich mal bitte? Danke.
Ja, und. Do you Before the world told you who you should be, do you remember who you were? Come. I will make you remember. Errungenschaft freigeschaltet. Licht, Kamera, Action. Wir sollen, oder... Ja, wir sollen uns erinnern, wer wir waren. Vor... dem hier? So viele haben es versucht, Teil meines größten Werkes zu sein, als ob es je eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen. Vielen Dank. Wir sind also gebrochen genug, um diesen Charakter zu spielen? Ist es das, was du mir gerade sagen willst? Wenn du jetzt hier rumfliegst, dann raste ich aus und kriege ich ein Herz. Bye. I believe in you. Danke. Wer auch immer du warst. Ach, oh, wie süß. Haben wir ein Kind? Haben wir ein Kind? Haben wir eine Frau? Weil das im Spiegel war, glaube ich, ein kleines Mädchen. Das hier jetzt gerade die Stimme, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es eine Frau war oder auch ein Kind. Ich glaube an dich. Oh, danke. Okay, hier brauchen wir einen Code. Natürlich. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Ich. Warte mal. Ist hier vielleicht irgendwas drin, was ich brauche? Nein. Warum? War das jetzt nötig? Okay. Was hier? Ein Piratenschiff. Oh, ist aber süß. Okay. Wir hatten hier jetzt zwei Bilder von kleinen Kindern. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Code. Ich schätze mal, wir müssen nochmal zurück. Ach so, ja, natürlich. Müssen wir nicht? Aber... Aber ich brauche einen Code. Ich brauche einen Code. Hier ist... Ist hier was? Okay, das Gemälde. Oh, hoppala. Ich kann es auch nicht drehen. Ist hier irgendein Code drauf? Ach so, okay. 1, 2, 3. Nö. Okay. Das ist jetzt die Frage, ne? Hat das hier irgendwas damit zu tun? Ist hier irgendwo was eingraviert? Nee, ne? Ich sehe absolut nichts. Oh.
Okay, also ich kann nicht zurück. Das heißt, der Code muss hier in dem Raum sein. Rein theoretisch. Irgendwo. Okay, Moment. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier lang? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Irgendwas, was mir hilft? Haben die Lichter was damit zu tun? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade ein bisschen zu weit gehe. 1, 3. Irgendwas funkelt da, aber ich komme da nicht dran. Och nö, hänge ich jetzt wirklich schon? Jetzt schon?